Da sind wir wieder zurück bei Batman Arkham Knight in Folge 31 und sind noch auf dem Schiff. Auf dem Luftschiff. Und haben ja in der letzten Folge ein bisschen Simons Deck ausgequetscht, wie wir hier weiter vorgehen können. Nicht gut. Und wir hatten jetzt mal gucken. Okay. Dass wir hier mal in diesem schönen Labyrinth noch ein bisschen gucken, was es hier noch Schönes gibt. Weil man weiß es ja nicht. Also hier drin waren wir schon. Hier haben wir das schon geholt. Ich weiß ja nicht, ob ich das jetzt will. Will ich das? Ich glaube nicht. Das will ich auf jeden Fall mal loswerden hier, das Ding. Hallo? So. Da ist nämlich noch so ein Teil. Die Frage ist, wie kommen wir da ran? Da muss ja irgendwo ein Bodengitter sein. Okay. Gucken wir mal, ob wir da was sehen. Hier hinter. So. Vielleicht sehen wir hier auch noch was von dem Bodengitter. Ich weiß es nicht. So. Oh, ich glaube, das ist einfacher, als ich gedacht habe. Huch! Hallo? Alliop. Haha. Erledigt. Oh, ein bisschen kalt hier unten. Zumindest sieht es so aus, als ob es sehr kalt ist. Hallo? Huch! Alter, diese Kisten. So, jetzt müssen wir mal gucken. Was gibt's denn hier hinten noch irgendwas? Sieht irgendwie nicht so aus, oder? Wie viele Rätsel haben wir mittlerweile? Oh, es fehlen nur noch 5 Trophäen. 5 Stück! Was ist da los? Okay, cool. Na, wenn das mal nichts ist. Die Frage ist noch, wo? Verlassen? Wo sind wir denn eigentlich gerade? Was haben wir hier noch? Hier haben wir noch ein Labor, oder? Ja, ich würde sagen, da gucken wir doch einfach erstmal hin. Gehen wir ja hier hin. Wir wollen da beim Hinter. Wir wollen doch hier hinter. Oder. Oh. Scheiß. Wie gesagt, du hast Glück, dass du hier oben.
Okay. Gott, das ist hier ein bisschen zu einfach, muss man ja mal fast sagen, ja? Da waren es nämlich nur noch drei. Vier. Der läuft da hinten auch an den Gittern rum, also in der Hinsicht. Easy dann. Easy dann. Bleib mal da. Hihihi, das war nicht gut, dass du runtergesprungen bist. Aber gut. Aha. Na dann. Ausgelöscht, Kollege, ausgelöscht. So. Aber hier muss ja auch noch irgendwas sein, oder? Irgendwas muss hier ja noch sein. Das habe ich, das Ding. Oh, wir haben ein Level Up. Das ist schon mal sehr gut. Batsuit, Batmobil Waffen. Das ist das, was wir nicht brauchen erstmal. Batmobil selber ist einmal der Boost. Da brauchen wir noch 8 Punkte. Das ist aber jetzt auch nicht so wichtig. Hier haben wir erstmal auch alles. Batsuit ist voll. Ausrüstungstechnologie. Müssen wir langsam auch mal anfangen. Was können wir hier? Explosivgel, erhöhte Reichweite ist uninteressant erstmal. Frostiges Schiss brauchen wir auch erstmal nicht. Das Ding ist natürlich sehr geil. Detektivmodus-Scanner. Eigentlich total uninteressant, ne? Das muss man echt mal sagen. Kisten, Unterbrecher, Minen. Also das Zeug brauche ich irgendwie alles gerade gar nicht. Also gehen wir hier weiter. Was haben wir hier? Betäubungsdauer. Ferngesteuerter, umgekehrter. Battering Kampfschaden. Das ist toll. Also, naja, was heißt toll? Ich eigentlich. Ich weiß nicht. Okay. Also ich weiß halt nicht, ob ich das wirklich brauche. Ich weiß nicht, ob ich das halt wirklich alles brauche. Also gehen wir in Kampf. Gehen wir einfach mal in Kampf. Nehmen wir den Uppercut. Super Bad Claw Betäubung. Ciao. Okay. Spezialkombo DSL. Oh, lol. Das betäubt halt auch nur. Gezielter Free Flow. Schaden aller Angriffe wird erhöht. Okay. 8 Punkte. 8 Punkte. So, hier muss ja auch noch irgendwo was sein. Guck, hier hinten haben wir noch eine Riddler-Rätselei. So, keine Angst, wir machen gleich dann Bett bei BA, B, Bambus. Oh, der hat doch nicht etwa hier kleine Pandas drin, oder? Ach nee. Wie soll das denn gehen? Hä? Oh lol, ach, das war zeitgesteuert. Ich wollte mich schon. Hä? Ich habe mich schon gewundert.
Was das hier ist. Aber das Ding da oben habe ich auch keine Ahnung, wo das ist. Und hier fehlen ja noch. Hier sind ja auch noch ein paar Sachen zum Zerstören. Oh, der sieht nicht so mehr so gesund aus. Ah, da oben ist noch eins. Siehst du, wenn man gerade vom Teufel spricht, haben wir es doch auch gleich. Gibt's hier auch Rätsel? Noch zwei Rätsel. Oh, 10 Insektenkisten. Also sind es noch 5. Okay. Gut, jetzt wahrscheinlich nicht so eine spannende Folge gerade, aber ich meine, es gehört ja auch dazu. Und ich wollte ja einfach nochmal ein bisschen das Zeug erkunden. Ich denke aber, ich werde hier gleich wieder abdüsen. Oh, hier gibt es ein Lag, Leute. Ein Lag. Nicht so gut. So, mal gucken, ob der hier vielleicht hier oben noch irgendwo was hat, was wir machen können. Aber ich glaube nicht mehr. Crazy shit, Mann. Crazy shit. Ah, ich sehe aber auch nichts mehr zum Zerstören. Die habe ich schon hier oben. Sieht irgendwie nicht so aus. Okay, werden wir uns erstmal hier rausbewegen wieder. Und oh, wo bin ich hier gelandet? Das Ding habe ich auch schon, ne? Ja. Okay. Gut. So, dann machen wir uns jetzt mal auf zum Bettmobil. Oder gucken noch mal kurz hier drüben, ob es da noch was gibt. Ich weiß halt nicht, ob wir irgendwas noch nicht geholt haben. Das Ding haben wir auch schon. Hier noch irgendwas zum Zerstören? Ich glaube nicht. Ich glaube, hier ist nichts mehr. Das Ding haben wir auch. Den Käfig haben wir auch. Hallo? Und man muss jetzt den ganz blöden Weg wieder zurück, oder was? Oh, das ist doch doof. Emergency Exit. Okay. Willkommen, Mr. Stacks. Ja, danke schön. Danke schön, danke schön, danke schön. Ja, willkommen. Das ist doch schon mal schön. Ja. Seit 2 Jahrzehnten steht Stack Enterprises an der Spitze der biomedizinischen Forschung. Wir sind hier nach Gotham City gekommen. Hier war da irgendwas zum Auswählen, oder? Nee. Irgendwo was? Auch nicht. Das ist schön. Das ist sehr schön. So, das Teil haben wir auch. Das Interessante ist, hier gibt es irgendwie nichts mehr, oder? Was haben wir hier noch? Das habe ich auch geholt, ne? Okay. Okay, jetzt sind wir wieder auf dem Dach. Na gut, wie auch immer. Hier noch irgendwo was? Nö. Gut. So. Dahinter müssen wir jetzt. Und es geht schon wieder los. Moment. Einmal Grafikeinstellungen.
Warte mal, Anti-Aliasing können wir mal ausstellen. Vielleicht geht's dann besser. So, alle ahoop. So, da haben wir wieder eine Drohne. Das übersteht die Fledermaus niemals. Hier haben wir eine Drohne. Ach, und da hat man noch einen Turm. Mann, zum Glück bin ich hier oben und nicht da unten. Batman hat eine Schattendrohne getroffen. Jupp, so sieht's wohl aus. Oh, das glaube ich einfach hier. Vielleicht funktioniert das Ding ja doch. Ich versuche das Signal zu hoffen. Oh, oh. Kein Signal mehr, verdammt. Ja, verdammt. Ist schon scheiße. So. 1, 2, 3. Es ist so eine Art energiegesteuerte Kanone, die alles verglühen lässt. Okay. Was ist mit dir passiert? Oh. Na, geh mal hin. Kann ich dir sagen. Zweierteams, durchsucht die Gegend. Voll der Trumpf, ey. Und erledigt. Dankeschön. Wunderbar. So, wo ist hier die Konsole? Da hinten ist die Konsole. Also machen wir hier die Konsole weg. So. Gießen wir uns mal noch was zu trinken ein hier, während er das hier macht. Und katschau. Nächster Turm. Bin mal gespannt, was er macht hier, wenn ich alle Türme kaputt hab. 1, 2, 3, 4, 5 noch. Gibt auf jeden Fall gut Punkte. Prost. So. Wieder was erledigt. Und jetzt düsen wir mal zum Batmobil. Zum Batmobil. Ah, jetzt quatscht das schon wieder los. Ja, ja, brabbel mal rum. So ein Sack. So ein Sack. Haben eine verloren, Sir. Er lässt euch wie Trottel aussehen. Ja. Sind ja auch alles Trottel hier. So, jetzt wollen wir mal gucken, was passiert, wenn ich jetzt da runter gemacht in das tolle Gas. Jetzt gibt es keine Rückkehr, Bats.
Zeit, dich deinen Ängsten zu stellen. Na dann. Alfred, ich verabschiede mich. Ich hoffe, Sie haben nicht vor, was ich befürchte. Das wäre leichtsinnig und unverantwortlich, selbst für Ihre Standards. Das ist die einzige Option, Alfred. Sir, selbst wenn das Gas Sie nicht umgehend ausschaltet, könnte noch eine Dosis zu einem schweren psychologischen Trauma führen. Ich habe keine Wahl. So, Leute, es geht los. Ich muss die Energiequelle langsam entfernen, sonst wird die Ausfallsicherung aktiviert. Das war's, Betty. Spürst du, wie das Toxin durch deine Adern schießt und deinen mürben Geist durchdringt? Ich tu's auf jeden Fall. Ich werde stärker, Bruce. Mit jedem deiner Atemzüge werde ich lebendiger. Alter, wie lang ist denn dieses Teil? Bleib ruhig, atme ganz langsam ein. Tief, langsam einatmen. Die ganzen Anstrengungen müssen dich doch müde machen. Willst du schlafen, Bats? Schlaf nur, schlaf, Betsy. Ich befreie mich von dir. Boah, halt den Rand jetzt. Oh, was ist da hinten los? Alles Jokers. Tiefe Züge der Furcht. Schon bald wird Bats voll sein und ich setz mich durch. Gib auf. Ich bin hellwach in jeder Hirnzelle. Deine grauen Zellen werden grün. Uiuiuiuiuiuiuiui, du hast ja keine gesunde Gesichtsfarbe. Sir, hören Sie mich? Gib mir einen Moment, Alfred. Geht gleich wieder. Du siehst nicht allzu fit aus, mein Lieber. Nicht lange und ich sitze hinterm Lenkrad. Na, das glaube ich nicht. Denk nur an den Spaß, den wir haben werden. Grips. Gewalt und Grausamkeiten. Das ganze Paket Gotham City wird uns zu Füßen liegen. Und weißt du, was das Beste ist? Du wirst die ganze Zeit über voll dabei sein und alles vom Beifahrersitz aus miterleben. So. Geht es Ihnen gut? Besser. Gott sei Dank. Ich bin wirklich erleichtert. Sir, die Toxinkonzentration in der Atmosphäre wirkt sich auf die Scanner des Batmobils aus. Es könnte schwierig werden, den Cloudburst zu orten. Ivy, ich kann den Cloudburst in all dem Gas nicht orten. Neutralisiere so viel, wie du kannst. Ich kann nicht, Batman. Meine Pflanzen sind zu schwach. Dann sag mir, wo ich noch eine finden kann. Tief unter Founders Island liegt ein Baum vergraben. Die Miyagani nannten ihn Ayana. Ich finde ihn. Alles klärchen. Auf nach Founders Island. Auf nach Founders Island. Oh Gott, es ist so abgefuckt hier. Ich bin auf Founders Island. Zeit, mit Ayanas Wurzeln zu suchen. Alter, das ist aber auch laut, ey. Oh, da hab ich sie. So, hier knallt's. Alfred, ich habe Ivys Pflanze gefunden, die das verbliebene Toxin filtern kann. Aber das Sonar reicht nicht tief genug, um sie freizusetzen. Einen Moment, Sir. Direkt unter Ihrer Position wird im Moment die neue Erweiterung der U-Bahn von Gotham gebaut. In Port Ellen sollten Sie einen Zugangspunkt finden. Genügt das? Es ist ein Anfang. Schick mir die Koordinaten.
Okay. Jetzt geht's ein bisschen runter. Ivy, deine Pflanze ist zu tief vergraben. Ich muss in den Untergrund. Beeil dich bitte. Ich habe das Containerlager erreicht, Alfred. Ich brauche einen Zugang. Natürlich, Sir. Ich muss Sie warnen. Die Scans zeigen eine beträchtliche Anzahl von unbemannten Panzern. Na bitte. Nicht mehr lange. Gib mir her. Na bitte, gib nur her. Ach komm hier, jetzt geht das ja wieder los. Ach komm. Der Batman schaltet gleich noch mehr aus, mein Lieber. Ach. Das ist natürlich sehr toll hier gerade. Gibt hier noch eine? Ja. War's das schon? War's das etwa schon? Oh Gott, ihr seid aber auch öde, Jungs. Das ist ja unfassbar. Alter, diese Musik und dieser Sound hier ist auch echt pervers. Ah. Oh. Oh. War da auch noch einer da? Okay. Oh oh. Droneneinheit in Port Adams zerstört. Nein. Einen Weg in die Mitte des Containerdepots finden. Ja. Die Frage ist, wie? Ach, hier. Guck mal. Ich weiß, wie. Zünder! Oh, wow, 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 wow. Was ist denn hier ab? Moment mal, Jungs. So, ich muss kurz umstellen. Ach, fu. Und? So, war das die letzte? Das war die letzte. Er hat die Drohne im Lager ausgeschaltet. Er verschwendet seine Zeit. Da ist gar nichts. Zumindest nichts, von dem wir wissen. Zumindest nichts, von dem wir wissen. Ihr sagt's. Ganz genau. So, wir machen uns jetzt nach unten auf. Nein. Willst du diese Pflanzenlady diesen Ort wirklich zu ihrem persönlichen Garten machen lassen? Weißt du, was da draußen abläuft? Es ist ein Joker-Wunderland. Was suchst du in diesem Tunnel, Batman? Hoffnung. Du wirst keine finden. Früher einmal habe ich Chemie. Ich dachte perfekt angeordnet.
Tja, die Frage ist, wie kriege ich jetzt das Tor hier auf? Hallo, 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 hallo. Hallo, 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 hallo. Oh, hier kann man ja aussteigen. Okay. Mr. Birdman. Ich habe sie erwartet. Ja. Gute Sache. Ganz gute Sache. Nicht so gute Sache. Kann ich die jetzt irgendwie vielleicht deaktivieren? Aha. Aha. Die Sensoren der Drohne sind vorübergehend deaktiviert. Alter! Ich kann immer bloß eine hacken. Bis dahin ist die vorige bereits online. What the fuck, ey? Okay, ich glaube, hier machen wir beim nächsten Mal weiter. Ja, quatsch mich wieder nicht die Arsch voll. Ich hatte gehofft, du würdest dich mehr wehren. Ich würde mich mehr wehren. Nur ein Rand. Okay, gut. Also, hier machen wir erstmal einen Cut. Und werden dann in der nächsten Folge in der U-Bahn weitermachen. Und dann gucken wir mal, was hier abgeht. Ich bin mal gespannt. Also Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut da rein, macht's gut und tschüss.